Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich trotz Streik bei der Lufthansa und unsicherer Bahnsituation heute Abend bei Ihnen eingeladen bin, als Teil dieser, als Vortragende dieser Ringvorlesung, für die ich mich herzlich bedanken möchte. Eine Ringvorlesung mit einem großen Themenspektrum und auch das Thema des Umbruchs der Französischen Revolution ist ein riesiges Thema, das man sicherlich in diesem Umfang auch nicht behandeln kann. Deswegen möchte ich mich heute Abend auf ein Schlüsselereignis konzentrieren, das schon von den Zeitgenossen als Ausdruck des welthistorischen Umbruchs par excellence gesehen wurde, nämlich auf den 14. Juli 1789, den Tag des Bastille-Sturms. Und ich möchte den Umgang mit diesem Ereignis in der französischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen auch am Beispiel der 100-Jahr-Feier und der 200-Jahr-Feier der französischen Revolution, ein Stück mit Ihnen rekapitulieren. Das ist sie also, die Bastille, hier dargestellt auf einer zeitgenössischen Illustration des 14. Juli 1789. Wir kennen die Vorgeschichte des 14. Juli 1789. Wir wissen, dass die Bastille, dieser steinerne Koloss im Herzen von Paris, im Laufe des 18. Jahrhunderts europaweit zum Sinnbild, zum schwarzen Feindbild des Despotismus geworden ist, zum Objekt zahlreicher literarischer Verarbeitungen, zahlreicher Augenzeugenberichte, zahlreicher Berichte von Gefangenen der Bastille, die nach ihrer Entlassung über ihre Leiden in der Zwingburg des Despotismus berichtet haben und die daraus außerordentlich populäre, hohe Auflagen zu erzielen wussten. Diese Bastille, das Staatsgefängnis der Kerker im Herzen von Paris, wurde nach blutigen Unruhen im Frühjahr 1789, nach einem Hungerwinter, der die soziale Krise in Frankreich verstärkt hatte, zum Gegenstand, zum Objekt der Attacken der Pariser Vorstädte. Es sammelte sich, wie wir wissen, eine aufgebrachte Menschenmenge rund um die Bastille, die dann letztlich, ja, erstürmt wurde. Nein, sie wurde nicht erstürmt, sondern letztlich fiel die Bastille, weil ihr Gouverneur kapitulierte und auf die Art und Weise der aufgebrachten Menschenmenge aus den Pariser Vorstädten Einlass in die Bastille gewährte. Die Ausbeute dessen, was man am Ende des Tages mit nach Hause nehmen konnte, war denkbar gering. Mit dem Feindbild der schwarzen Bastille im Kopf hatte man gehofft und gedacht, Hunderte von gefesselten Gefangenen befreien zu können. Tatsächlich waren es am Ende 7 Gefangene, die noch in der Bastille verblieben waren und die nun feierlich im Triumph durch die Stadt Paris geführt wurden. Allerdings stellte man bald fest, dass unter den 7 Gefangenen sich 4 schwerst psychisch gestörte Personen befanden, die bei allem guten Willen nicht ausstellungsfähig waren und wenige Tage später in einem anderen Pariser Gefängnis kaserniert werden mussten. Auch das, was man in den folgenden Tagen mit intensiven Suchaktionen hoffte finden zu können, blieb erfolglos. Auch hier hatte man gedacht, in den Folterkammern, den unterirdischen der Bastille, Skelette und weitere Werkzeuge des Despotismus und der Tyrannei zu finden. Es belief sich allerdings am Ende auf einen einzigen Fund eines gefährlichen Folterinstruments, das sich dann bei näherem Hinsehen als Druckerpresse entpuppte. Dennoch, also der Fall der Bastille am 14. Juli 1789, wie im Grunde die Forschung seit dem 19. Jahrhundert weiß, kein sehr glorreiches Ereignis der französischen Geschichte, dennoch ein Umbruchsereignis in der Wahrnehmung der Zeitgenossen. Schon am 14. Juli 1789, dem Tag aller Tage selbst, sprach der Revolutionär Camille Desmoulins von einem welthistorischen Umbruch. Deutsche Intellektuelle wie Joachim Heinrich Campe ließen, ob in Königsberg, in Köln oder andernorts, sofort ihre Schreibgeräte fallen, um nach Paris sich aufzumachen und vernahmen, die Reste dieses Kolosses in Augenschein zu nehmen und um selber noch die Nachwehen dieses welthistorischen Umbruchs mitzuspüren.
Wie hat sich aber der Umgang mit diesem Ereignis in den folgenden Jahrzehnten entwickelt? Das ist mein Thema in den folgenden 40 Minuten. Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich noch an die Fernsehbilder des 14. Juli 2014. Auch in diesem Jahr zeigte sich Touristen und Fernsehzuschauern in Paris am Nationalfeiertag ein mittlerweile altvertrautes Bild. Wieder einmal waren, Sie sehen das hier, wieder einmal waren die Champs-Élysées abgesperrt und von Tausenden von Schaulustigen gesäumt. Wieder einmal hinterließen Kampfflugzeuge der französischen Armee über der weltbekannten Prachtstraße der Champs-Élysées in den Farben der Tricolore, blau, weiß und rot eingefärbte Kondensstreifen im sommerlichen Pariser Himmel. Wieder einmal gab es Militärparaden und feierliche Reden, darunter auch die obligatorische Ansprache des Staatspräsidenten François Hollande aus dem Élysée-Palast, die, wie üblich seit der Amtszeit François Mitterrands, direkt über alle Fernsehanstalten verbreitet wurde. Die von Staatschef Hollande an diesem 14. Juli 2014 angesprochenen ernsten Themen, Steuererleichterung, Israel-Palästina-Konflikt, aktuelle Wirtschaftssituation, Arbeitslosigkeit, interessierten die Fernsehzuschauer, diesmal allerdings weit weniger als die brennende Frage, welche neue Premier Dame, welche neue First Lady das Staatsoberhaupt den Franzosen nach der Trennung von seiner langjährigen Lebensgefährtin Valérie Trier-Vallière präsentieren würde. Die erhofften Auskünfte blieb Hollande in der Pressekonferenz, die anberaumt wurde, seinen Landsleuten allerdings schuldig. Von solchen Pikanterien einmal abgesehen und der Tatsache, dass die diesjährigen Veranstaltungen eigens der Erinnerung an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor genau 100 Jahren gewidmet waren, abgesehen davon vollzog sich der 14. Juli nach exakt dem gleichen Rhythmus wie in all den Jahren zuvor und im Grunde wie seit der Erhebung des 14. Juli zum Nationalfeiertag in Frankreich im Jahre 1880. Seit damals, seit 1880, ist der 14. Juli im ganzen Land schul- und arbeitsfrei. Er läutet traditionellerweise die großen Sommerferien ein und wird überall in Frankreich mit Fest, Tanz, Feuerwerks- und Musikveranstaltungen gefeiert. Aber was ist der Tag, den die Zeitgenossen damals so emphatisch gefeiert hatten? Was ist der Tag heute? Ist er nur noch Erinnerung, nur noch ein entspanntes Familien-, Freizeit- und Fun-Event oder ist er mehr? Gilt er den Franzosen mehr? Vor über 30 Jahren erklärte der Historiker François Furet die Französische Revolution für beendet. Viele Beobachter würden dieser Diagnose und Furets Plädoyer für eine Historisierung der Ereignisse, die Frankreich ab 1789 erschüttert hatten, vermutlich ohne Bedenken zustimmen. Und ja, es stimmt. Der Pulverdampf von einst ist verraucht, zumindest im Bereich der Forschung. Hatten sich jakobinische Historiker wie Albert Souboul mit ihren revisionistischen Gegnern noch in den 1980er Jahren erbittert und häufig auch handgreiflich um die einzig richtige Deutung der großen Revolution, der Grande Révolution, gestritten, meint man in den vergangenen Jahren überall ein friedliches Anything goes, alles ist möglich, alles ist erlaubt, wahrnehmen zu können. Unter den Nachfolgern Albert Souboul's auf dem traditionsreichen Revolutionslehrstuhl der Pariser Sorbonne sind in den vergangenen Jahren neue Forschungsfelder in den Blick genommen worden und sind alte Denkverbote aufgehoben werden. Ja, man darf mittlerweile über frühere Tabuthemen wie den Krieg in der Vendée arbeiten und der Trend zur Global History hat sich längst auch in der Revolutionsforschung herumgesprochen. Allerdings, nach wie vor gibt es ein anderes Frankreich, ein Frankreich, in dem die Wunde der Revolution und der revolutionären Umbrüche immer noch schmerzt und blutet. Hautnah kann man dies, um Ihnen ein Beispiel zu geben, in der schlichten Kapelle des kleinen Pariser Privatfriedhofs Picpus in der Nähe der Place de la Nation miterleben, wenn dort die jährliche Messe zum, Zitat, Gedenken an die Opfer der Terreur von 1794, Zitat Ende, gefeiert wird. Der Ort selber ist ein Lieu de mémoire, ein Erinnerungsort der Revolution par excellence, denn hier auf dem Cimetière de Picpus liegen in anonymen Massengräbern jene über 1300 Frauen und Männer begraben,
die zwischen dem 14. Juni und 27. Juli 1794 auf der nur zwei Schritte entfernten damaligen Place du Trône, der damaligen Platz des Thrones und jetzigen Place de la Nation, unter schrecklichen Umständen guillotiniert worden waren. Unter den Opfern von 1794 befanden sich Angehörige aller gesellschaftlichen Schichten, Soldaten und Dienstmädchen, Priester und Nonnen, wie die am 29. Messidor des Jahres 2 hingerichteten, 16 Karmelitinnen von Compiègne, denen der Komponist Francis Poulenc in den 1950er Jahren eine Oper gewidmet hat. Vor allem liegen aber hier begraben zahlreiche Vertreter des französischen Hochadels. Der Cimetière de Picpus teilte das Schicksal vieler Revolutionsfriedhöfe, und das ist ein Aspekt, der bis heute wenig bekannt ist. Er wurde nämlich im Jahre 1795 geschlossen und öffentlich zum Verkauf angeboten. Zwei Jahre später gelangte er durch einen strikt geheim verhandelten Kaufvertrag in den Besitz der Prinzessin Amalie Zephyrine von Hohenzollern-Sigmaringen, deren Bruder Friedrich III., Fürst zu Salm-Kirburg, hingerichtet und in einem der anonymen Massengräber bestattet worden war. Amalie Zephyrine von Hohenzollern versuchte noch eigenhändig im Massengrab die Überreste ihres Bruders ausfindig zu machen, aber das war aufgrund des Standes der Verwesung natürlich nicht mehr möglich. Wenige Jahre später erwarb eine von den Familien der adligen Guillotineopfer gegründete Gesellschaft, ein Verein, das gesamte ehemalige Klostergelände. Neben dem bereits vorhandenen Gräberfeld entstand also in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts ein zweiter Friedhof, der bis heute ausschließlich dem Begräbnis von Adligen vorbehalten ist. Konkret, das Recht, sich dort bestatten zu lassen, gilt noch heute exklusiv nur für diejenigen, die einen oder mehrere Familienangehörige auf den Schafotten der Französischen Revolution verloren hatten. Die Grabstätten des Cimetière de Picpus lesen sich also wie ein Who's Who des französischen Hochadels, dessen große Namen von den de Noailles bis zu den La Rochefoucauld und den de Montmorency allesamt dort vertreten sind. Eine amerikanische Flagge irritiert nur auf den ersten Blick, auf den zweiten verwundert sie nicht, denn hier ist auch Lafayette begraben, hier hat er seine letzte Ruhestätte gefunden. Bis heute, und das zeigt Ihnen vielleicht doch auch nochmal die Kontinuität des Umgangs mit der Französischen Revolution, auch in dieser Gesellschaftsschicht, bis heute, mehr als 225 Jahre nach dem Beginn der Französischen Revolution, finden sich in jedem Juni Mitglieder des Hochadels in der zu diesem Zeitpunkt immer überfüllten Friedhofskapelle ein. Immer folgt der Messe eine Prozession zu den von einer normalerweise von einer Mauer umschlossenen Massengräbern, zu denen üblicherweise der Zutritt versperrt bleibt. An diesem einen Junitag im Jahr aber wird das Gitter geöffnet und dem Besucher ein freier Blick auf die von Kerzen erhellten Gräber gewährt, in denen die Opfer, wie es auf einer Gedenktafel heißt, auf ihre Auferstehung warten, en attendant la résurrection. Es ist eine Totenmesse, eine Nachtmesse. Viele der Anwesenden, die bei hereinbrechender Nacht mit Trauerbrändern geschmückt, schweigend im Scheine von Fackeln an den Gräbern vorbei defilieren, sind bewegt. Die Zeremonie auf dem Picpus ist für die Betroffenen eben keine langweilige Routineveranstaltung, sondern die Vergegenwärtigung einer Vergangenheit, die nicht als fern und abgeschlossen, sondern als unmittelbar erlebt wird. Die Toten sind nicht tot, man hat sie ebenso wenig vergessen wie die Gräuel der Terreur, die, wie auch in der Predigt des Bischofs von Lyon, der die Messe hält, die wie eine göttliche Heimsuchung über die Franzosen gekommen sei. Und ich hatte 2011, 2012 eine Einladung, an der Messe teilzunehmen und fand das wirklich beeindruckend. Wie stark die Französische Revolution nach wie vor polarisiert, trat vor wenigen Jahren bei der vielbeachteten Publikation des von dem Dominikanerpater Renaud Escan, der herausgegebenen Schwarzbuchs der Französischen Revolution zutage, dessen einzelne Beiträge Aufsehen erregten, weil sie die revolutionären Vernichtungsaktionen in der Vendée mit der Shoah verglichen. Die auf fragwürdigen Quellen und Arbeitsmethoden beruhenden Beiträge des Schwarzbuchs wärmten alle dubiosen Verschwörungstheorien wieder auf, die wir schon seit dem späten 18. Jahrhundert kennen. Man kann darin nachlesen,
dass die, Zitat, blutige Revolution das Werk der Freimaurer gewesen ist, eine schreckliche Apokalypse, die Frankreich bis in die Gegenwart verfolge. Bis heute finden solche Polemiken offenbar angesichts der hohen Auflagenzahlen immer noch Leser. Sie sehen, auch hier ist die Französische Revolution nicht beendet, kein Ereignis im Staub der Geschichte, sondern sie ist für die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten in Frankreich nach wie vor präsent. In den folgenden Minuten möchte ich nun also den Versuch unternehmen, ausgehend von den, vor allem von den beiden großen Revolutionsjubiläen der Jahre 1889 und 1989 in einem wenigstens sehr groben Überblick zu rekapitulieren, wie sich die Auseinandersetzung mit dem 14. Juli, dem Gründungsmythos der Französischen Revolution, dem Umbruchsmythos der Revolution in den vergangenen 100 Jahren gestalten hat. Schon ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Umgangs mit dem 14. Juli zeigt, dass sich alle politischen Regime nach 1789 zu diesem Ereignis verhalten mussten. Tatsächlich fand das erste Gedenkfest zur Erinnerung an den Bastille-Sturm schon genau ein Jahr später, am 14. Juli 1789 in Paris statt. Organisiert wurde es von dem prominenten Künstler Jacques-Louis David, der das sogenannte Föderationsfest gestaltete, das dann am 14. Juli 1790 auf dem Marsfeld in Paris stattfand. Dank der zahlreichen zeitgenössischen Berichte wissen wir sehr gut, wie diese Feierlichkeiten abgelaufen sind. Wir wissen, dass König Ludwig XVI. Nicht unbedingt zu seinem Vergnügen und auch nicht nach seinem Wunsche, dass er vor einem eigens auf dem Marsfeld errichteten Altar, Altar des Vaterlandes, in Gegenwart des Bischofs von Autun, des berühmten Monsieur Talleyrand, und umringt von Zehntausenden von Nationalgardisten, seinen Eid auf die Nation leisten musste. Natürlich ein Akt, der mit der Königswürde nicht vereinbar war. Im Mittelpunkt des Gedenkens stand die Erinnerung an die Geburt der Französischen Revolution. Dass dem Schwur des Königs ein traditionelles Te Deum folgte, zeigt den versöhnenden Charakter des Föderationsfestes, das als gelungenstes Revolutionsfest gilt und das von vielen Augenzeugen geradezu hymnisch beschrieben wurde und das letztlich das Bild einer konstitutionellen Monarchie in den Vordergrund stellte. Im weiteren Verlauf der Revolution änderte sich allerdings sehr schnell der Blick auf den 14. Juli 1789. Unter Napoleon und den 1814-15 zurückgekehrten Bourbonen wurde von offizieller Seite aus versucht, wenig erstaunlich, jede Erinnerung an dieses gefährliche Datum aus dem kollektiven Gedächtnis zu tilgen. Der 14. Juli, die Erinnerung und das Feiern des 14. Juli wurde verboten. Dafür versuchte Napoleon, seinen eigenen Geburtstag, den 15. August, zu einem nationalen Feiertag werden lassen, was allerdings auch nur kurze Zeit funktionierte. Als erster französischer Herrscher nach der Revolution knüpfte erst der Bürgerkönig Louis-Philippe an die revolutionäre Vorgeschichte an, indem er die Gedenkfeier für die Opfer der drei Revolutionstage des Jahres 1830 am 27. Juli 1831 demonstrativ mit einem Gang zur Place de la Bastille und zum Pantheon verknüpfte. Napoleon III. Wiederum, der Neffe des ersten Napoleon, unterband erneut jedes Gedenken an die Französische Revolution, indem er den 15. August, den Geburtstag Napoleons I., wiederum zum nationalen Feiertag erhob, allerdings auch ohne großen Erfolg. Napoleon III. Versuchte auch durch die Rückkehr der sterblichen Überreste Napoleons und die Überführung in den Invalidendom 1840 eine neue französische Gründungsmythologie zu schaffen, die auch funktionierte, wie man heute noch an der prominenten Platzierung im Invalidendom nachvollziehen kann. Übrigens erlaube ich mir als ganz kleinen Exkurs den Hinweis, dass es unter dem besetzten Frankreich eine deutsch-französische Geschichte des Invalidendoms gibt, die viele gar nicht kennen. Adolf Hitler ließ nämlich den Sohn, den früh verstorbenen Sohn Napoleons I., den Herzog von Reichstadt, der in Wien begraben worden war, in Wien exhumieren und sozusagen in der Sichtweise seines Vaters im Invalidendom seinerseits bestatten, um darüber eine ganz neue historische Kontinuitätslinie zu schaffen. Klammer zu.
14. Juli 1789 in der kollektiven Erinnerung. Einen markanten Wendepunkt brachte im Grunde erst die im September 1870 gegründete Dritte Republik mit sich. Der Richtungswechsel, den Frankreich nun erlebte in politischer Hinsicht, manifestierte sich in einer Reihe von Festakten und symbolträchtigen Aktionen, die einzig zum Ziel hatten, das Erbe von 1789 zu feiern und die Dritte Republik in eine Kontinuitätslinie zur Ersten Republik zu stellen. In diesem Kontext wurde dann schließlich auch nach heftigen Debatten der 14. Juli zum künftigen Nationalfeiertag erhoben. La République française adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle, verkündete das Gesetz, das Nationalversammlung und Senat im Juli 1880 verabschiedeten. Ein Jahr zuvor, im Februar 1879, war bereits die Hymne der Französischen Revolution, die Marseillaise, zur französischen Nationalhymne erklärt worden. Und wenn Sie sich nochmal die Bilder ansehen oder wenn Sie sich erinnern, der Tag der Wahl der Bestätigung Sarkozys endete dann mit einem feierlichen Singen der Marseillaise, die von Mireille Mathieu angestimmt wurde. Also das ist Teil der französischen Nationalmythologie. Die neue Offizialisierung des 14. Juli stieß allerdings in keineswegs allen Teilen der Bevölkerung, sondern löste vor allem dort starke Gegenreaktionen aus, wo die Exzesse der Revolution, die Umbrüche der Revolution, dem kollektiven Gedächtnis noch allzu präsent waren. Das zeigten schon die Feiern zum 14. Juli 1880, als man in Paris genau anhand der Häuser kartieren konnte, wo die Anhänger und wo die Gegner der Revolution lebten. Während die Republikaner demonstrativ ihre Fenster mit der Trikolore schmückten, verhängten die Orleanisten und Bonapartisten ihre Häuser ebenso demonstrativ mit schwarzen Trauerschleiern, um ihre eigene Haltung dem 14. Juli 1789 gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Allen Protesten zum Trotz konnte am Sieg der Republikaner im Kampf um die Deutungshoheit der Französischen Revolution am Ende allerdings kein Zweifel bestehen. Zu Ehren des neuen Nationalfeiertags bürgerte es sich ein, überall in Frankreich Bälle und Bankette zu veranstalten. Ferner wurde verordnet, dass die berühmte revolutionäre Devise Liberté, Égalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit fortan und bis heute weithin sichtbar auf der Vorderseite aller öffentlichen Gebäude in Frankreich angebracht werden musste. Dies alles waren symbolische Zeugnisse dafür, inwieweit seit der Dritten Republik die Französische Revolution auch zum Aushängeschild der französischen Nation, des französischen Staates geworden war. Wie sollte man des komplexen Vorganges der Französischen Revolution, wie sollte man der historischen Umbrüche der Französischen Revolution und wie sollte man speziell des nicht unumstrittenen 14. Juli 1789 gedenken, jenes Tages, der als heroischer Tag in die Nationalerinnerung eingegangen ist, der aber auch der Tag der ersten Todesopfer der Revolution war, weil die Köpfe des Bastille-Gouverneurs Delaunay und anderer französischer Politiker auf Piken durch die Pariser Straßen triumphierend getragen wurden. Wie sollte man dieses Gründungsmythos der Französischen Revolution künftig gedenken? Je näher das 100-jährige Jubiläum der großen Revolution in Frankreich rückte, je intensiver sahen sich Politik und Öffentlichkeit mit dieser Frage konfrontiert. Es gab kein Entkommen. Gerade in Paris, der Hauptstadt der Revolution, standen die Organisatoren der geplanten Festveranstaltung vor besonderen Herausforderungen, da sie es in der französischen Hauptstadt weitflächig mit einer erinnerungslosen urbanen Landschaft zu tun hatten, in der angemessene Gedenkformen noch gar nicht existierten. Tatsächlich gab es in der Weltmetropole Paris zu diesem Zeitpunkt kein offizielles republikanisches Denkmal, das zu Ehren der Revolution errichtet worden wäre. Es gab kein Denkmal der Revolution und es gibt ein Zitat des französischen Revolutionshistorikers Jules Michelet aus dem 19. Jahrhundert, der gesagt hat, das einzige Denkmal der Französischen Revolution ist die weite Fläche des Marsfeldes, das mit seiner Lehre hier an die Revolution erinnern lässt. Ehrgeizige Gedenkprojekte waren schon in den 18.
im 18. Jahrhundert gescheitert. So hatte auch der Plan Jacques-Louis Davids auf der Brücke Pont-Neuf aus den Trümmern der zerstörten Königsfiguren in Notre-Dame eine monumentale, 15 Meter hohe Statue zu Ehren des französischen Volkes aufzustellen, niemals realisiert werden. Paradoxerweise zeichnete sich und zeichnet sich bis heute das Pariser Stadtbild, wenn Sie genau hingucken, sogar durch eine beträchtliche Präsenz von gegenrevolutionären Gedenkstätten aus, die auf Betreiben der aus dem Exil zurückgekehrten Bourbonen und des nach Frankreich zurückgekehrten Adels errichtet worden waren. Ludwig der 18., der Bruder des hingerichteten Ludwig des 16., der 1814 nach Paris zurückgekommen war, verfolgte eine Politik des Ausmerzens, die darauf abzielte, die Erinnerung an die Revolution im Pariser Stadtbild so gut wie möglich zu verwischen. So wurden einerseits die im Zuge der revolutionären Bilderstürme zerstörten Königsstatuen auf den an ihren althergebrachten Standorten wieder aufgerichtet. Vor allen Dingen wurde aber Paris und wurden viele französische Städte mit sogenannten Sühnemonumenten überzogen, die die Erinnerung an den Sündenfall der französischen Revolution im Gedächtnis halten sollte. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang nur die sogenannte Chapelle Expiatoire, die Sühnekapelle, die Sie noch heute besichtigen können, mehrfach in der Woche in der Nähe der Place de la Madeleine. Eine Kapelle, die am 21. Januar 1815, bei der am 21. Januar 1815 der Grundstein gelegt wurde, also genau am Jahrestag der Hinrichtung Ludwigs des 16., genau zu der Stunde, an der Ludwig der 16. hingerichtet worden war, nämlich genau um 10.15 Uhr und genau an der Stelle, wie man sagte, genau an der Stelle, wo das Herz Ludwigs des 16. am 21. Januar 1793 begraben worden war. Ich halte das Ganze für einen Mythos, aber das ist ein anderes Thema, um das wir uns heute Abend nicht kümmern können. Erstaunlicherweise war auch der zentralste Aktionsort der Revolution, nämlich der Bastilleplatz, wo sich einst die berüchtigte Zwingburg des Despotismus erhoben hatte, nie ein Ort des Gedenkens an die Ereignisse des 14. Juli 1789 geworden. Unter Napoleon hatte dort für kurze Zeit als Erinnerung an den Ägyptenfeldzug ein gigantischer Elefant aus Gips gestanden, der allerdings schnell dem Rattenfraß zum Opfer gefallen war und niemals ersetzt wurde. Im Juli 1840 hatte der Bürgerkönig Louis-Philippe am gleichen Ort im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Julisäule, Colonne de Juillet, einweihen lassen, die Sie noch heute auf der Place de la Bastille sehen, die von einer knapp 6 Meter hohen vergoldeten Darstellung des Genies der Freiheit gekrönt wird. Da es aber einem nur an Tagen des Generalstreiks in Paris, von denen es einige gibt, aber doch nicht kalkulierbar viele während eines Jahres, nur an einem Tag eines solchen Generalstreiks ist es möglich, den Platz zu durchqueren und sich das Monument, die Julisäule, anzusehen. Und dann findet man sehr schnell heraus, dass dieses Monument gar nicht an die Revolution von 1789 erinnert, sondern an die Julirevolution von 1830 und dass es sich mitten in Paris um eine Begräbnisstätte handelt. So wie man unter dem Arc de Triomphe die Gebeine namenloser Gefallener des Ersten Weltkriegs bestattet hat, Klammer auf, auch hier ist sich die Forschung mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob es französische oder nicht auch deutsche Gefallene des Ersten Weltkrieges gewesen sind, die man hier unter dem Arc de Triomphe bestattet hat, Klammer zu. Genauso hat man im Sockel der Julisäule die anonymen Opfer der Straßenschlachten der Aufstände des Juli 1830 bestattet. Hier liegen über 500 Tote, die Ende Juli 1839 aus ihren provisorischen Gräbern exhumiert wurden. Und hier liegen auch die Särge von knapp 200 Aufständischen der Revolution des Jahres 1848. Man kann die Zeichen der Stadt Paris lesen, wenn man genau hinschaut. Und jenseits des Louvre und des Eiffelturms gibt es viele interessante historische Erinnerungsmarken in der Stadt. Zurück zur Vorbereitung der 100-Jahr-Feier der Französischen Revolution. Die Verantwortlichen, die diese Gedenkfeiern auf den Weg bringen mussten, konnten an wenig Vorhandenes anknüpfen, was die Diskussion umso zäher und so
polemischer machte. Neben den Verpflichtungen der Beschäftigung mit der Vergangenheit forderten immer stärker auch die Verpflichtungen der Gegenwart ihren Tribut. So verwunderte es wenig, dass man sich am Ende entschied, der Ereignisse von 1789, der Umbrüche von 1789, in doppelter Form zu gedenken, nämlich nicht nur mit einer klassischen historischen Gedächtnisveranstaltung, sondern mit einer modernen Veranstaltung, nämlich schlicht und einfach mit einer Weltausstellung, die auf Entscheidung des damaligen Präsidenten Jules Grévy auf das Jahr 1889 bewusst gelegt wurde. Denn mit dieser Weltausstellung wollte man nicht nur 100 Jahre französische Revolution in Erinnerung rufen, sondern man wollte die industrielle Leistungsfähigkeit Frankreichs international aller Welt vor Augen führen. Welche Diskussionen in diesem Zusammenhang entbrannten, zeigte sich schon bald darauf, in den Debatten etwa über die Ausgestaltung eines der Weltausstellungspavillons zu einem Revolutionsmuseum. Alle Planungen, ein Museum zu errichten, scheiterten jedoch nach heftigen Auseinandersetzungen, die sich an ideologischen, finanziellen, aber auch räumlichen Problemen entzündeten. So gab es zum Beispiel einen Streit darüber, ob ein Revolutionsmuseum in Sichtweite des Louvre, also der alten Königs, des alten Merkmals der Königsherrschaft, ob das dezent genug sei oder ob das nicht ein Frevel in gewisser Weise sei. All diese Planungen scheiterten, sodass am Ende ein relativ schlichtes Resultat hervorkam. 1889 beließ man es bei einer Minimalausstellung zur Geschichte der französischen Revolution im Louvre sowie bei der Erschaffung eines Dioramas, das aber nicht mal die Revolution zum Thema hatte, sondern eigentlich alle großen Ereignisse der französischen Geschichte zu rekapitulieren versuchte, von Karl dem Großen bis hin zur Dritten Republik. Ein nicht ganz klein gestricktes Ansehen. Erst ein Jahrhundert später, und das ist vielleicht auch noch mal interessant, nämlich im Umfeld der 200-Jahr-Feier der französischen Revolution wurde ein erstes offizielles Revolutionsmuseum in Frankreich errichtet. Auch der Plan, in Paris an einem zentralen Ort ein monumentales Revolutionsdenkmal aufzubauen, scheiterte. Die unterschiedlichen politischen Lager haben zwar lange und leidenschaftlich über dieses Projekt debattiert. Die Rechten konnten sich zum Beispiel vorstellen, als Revolutionsdenkmal eine gigantische Statue des Königs Ludwigs des 16. zu errichten, der die Generalständeversammlung eröffnete. Die Linken hatten natürlich eine andere Vision der Revolution, in der Ludwig der 16. als zentraler Akteur eine eher geringe Rolle spielte. Diese Diskussionen führten jedoch ins Leere, sodass es auch in Paris bis heute kein genuines Revolutionsdenkmal gibt, sondern letztlich nur die von dem Bildhauer Dalou geschaffene Allegorie der Republik, die Sie heute noch auf der Place de la Nation sehen, auch auf einem verkehrsumtosten Platz, eine Statue, eine Allegorie der Republik, die man zu Beginn der 1880er Jahre zunächst noch als außerordentlich zweitklassig klassifiziert hatte. Beim feierlichen Einweihungsakt wurde dem Publikum im Jahre 1889 dann noch nicht mal eine Originalstatue, sondern stattdessen nur ein mit bronzener Farbe herausgeputzter Gipsabguss präsentiert. Es sollte noch weitere 10 Jahre dauern, bis die Place de la Nation mit der richtigen Statue Dalous geschmückt wurde. Zügiger als die Planung zum Revolutionsjubiläum im eigentlichen Sinne gingen die parallelen Vorbereitungen zur Weltausstellung von 1889 voran, die nach der ersten Weltausstellung in London 1851 zum vierten Male 1889 in Paris ausgerichtet wurde. Ein Mega-Ereignis, das von Anfang an auf Superlative berechnet war und das Ziel verfolgte, einem internationalen Publikum die innovativsten Entwicklungen im Bereich von Kunst, Industrie, Militär und Kolonien zu präsentieren. Hier haben Sie einige Beispiele, ich hoffe, Sie können das gut erkennen, aus dem Umfeld der Vorbereitung der Weltausstellung. Ich komme auf die einzelnen Abbildungen noch zu sprechen. Zwischen dem 6. Mai und dem 31. Oktober 1889 zog die Weltausstellung zahlreiche Neugierige in die französische Hauptstadt, die zum großen Teil von den zu diesem Zwecke eigens erstellten Doppelbillets profitierten,
die mit den Eintrittskarten zugleich verbilligte Eisenbahntickets kombinierten. Das sehen Sie links im Bild. Die technologische Euphorie, der Größenwahn, von dem die Vorbereitungen zu dieser Weltausstellung geprägt waren, zeigte sich im Laufe der Vorbereitung insbesondere bald im Plan der Erbauung eines Turmes, wie ihn die Welt noch nie gesehen hatte. Mit dem Plan der Umsetzung dieser Vision wurde ein gelernter Ingenieur beauftragt, der an der École des Arts et Manufactures in Paris studiert und später sein eigenes Unternehmen für Eisen- und Stahlkonstruktionen gegründet hatte. Sie wissen, was kommt, nämlich der Name des Bauunternehmers Gustav Eiffel, der sich auf Erfahrungen aus dem Projekt der Errichtung der Freiheitsstatue in New York berufen konnte. Eiffels Meisterwerk, der heute so berühmte, weltberühmte Eiffelturm, den Sie hier in verschiedenen Fertigungsstadien rechts oben im Bild sehen, sollte am Ende 300 Meter hoch sein, 1700 Stufen umfassen und insgesamt ein Gewicht von 10.000 Tonnen Stahl und Eisen vorwerfen. Der am 31. März 1889 im Gedenkjahr der Französischen Revolution eingeweihte Eiffelturm löste unter den Zeitgenossen allerdings heftige Kontroversen aus. Während die Experten das Bauwerk als kühnen Höhepunkt ziviler Ingenieurskunst feierten, sahen weite Teile der Öffentlichkeit in der Eisenstahlkonstruktion einen immerwährenden Schandfleck in der Hauptstadt. Von Guy de Maupassant ist der Satz überliefert, er gehe sehr gerne im Restaurant des Eiffelturms essen, weil das der einzige Ort in Paris sei, von dem man aus den Eiffelturm selber nicht sehen müsse. Auch die meisten anderen großen Sehenswürdigkeiten der Weltausstellung stammten aus dem Bereich der Technik. So sorgte die auf dem Marsfeld, dem Platz der Französischen Revolution, erbaute 420 Meter lange und 110 Meter breite Maschinenrolle dafür, dass der Schriftsteller Heusmanns sich zu einem Vergleich mit der Schönheit mittelalterlicher Kathedralen hinreißen ließ. Ähnlich euphorische Publikumsreaktionen rief der Industriepalast hervor, der mit elektrischer Beleuchtung lockte. Wenn die Paris-Touristen von Guy de Maupassant und anderen etwas morosen Intellektuellen einmal abgesehen, wenn die meisten Paris-Touristen den Eiffelturm als, Zitat, achtes Weltwunder bestaunten, so war das Problem der Gestaltung der Gedenkfeiern zur Französischen Revolution damit aber noch keineswegs geklärt. Mit welchem Dilemma alle offiziellen Organisatoren, mit welchem Gedenkdilemma alle Verantwortlichen konfrontiert waren, trat mit dem allmählichen Näherrücken des Gedenkjahres immer drastischer zutage. Da die offizielle Politik die Weltausstellung als ökonomisches Highlight für weit wichtiger erachtete als die Gedenkfeierlichkeiten im eigentlichen Sinne, war es nur logisch, dass der Großteil der verfügbaren Gelder eben in die Gestaltung der Weltausstellung und nicht in die Organisation des Revolutionsjubiläums gesteckt wurde. Dadurch entstand ein finanzielles Ungleichgewicht bei den Vorbereitungen, sodass am Ende nur wenig Geld für die Gedenkfeierlichkeiten zur Französischen Revolution übrig blieben. Darüber hinaus sahen sich die Verantwortlichen aber auch bald mit einem ganz anderen Dilemma konfrontiert, nämlich mit der Tatsache, dass viele europäische Monarchen, die sich noch an die Zeit der Terreur und der Guillotine erinnerten, aus diesem Grund ihre Teilnahme an der Weltausstellung absagten, so auch der deutsche Kaiser, was wiederum die moderne Leistungsschau Frankreichs, die man präsentieren wollte, der Weltöffentlichkeit schadete. So entschloss man sich also, wenn Sie so wollen, im Laufe der Vorbereitung immer stärker die Erinnerung an die Französische Revolution, den ökonomischen Interessen des sich neu formierenden Frankreich nach dem Deutsch-Französischen Krieg zu opfern. Die auf offizieller Seite erkennbare, etwas undurchsichtige und verhaltene Haltung zu den Gedenkfeierlichkeiten der Französischen Revolution zog sich am Ende wie ein roter Faden durch alle Feierlichkeiten des Jahres 1889 und prägte vor allem auch die Pariser Inszenierungen des 14. Juli 1789. Man kam natürlich nicht umhin, sich mit dem 14. Juli 1789, dem Gründungsmythos der Französischen Revolution, auseinanderzusetzen. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, an dieses Ereignis zu erinnern.
Worauf verständigte man sich am Ende? Man verständigte sich darauf, eine naturgetreu nachgebaute Bastille auf dem Gelände der Weltausstellung zu präsentieren. Naturgetreu nachgebaut war diese Bastille aber aus Pappmaché und bezeichnenderweise war sie nicht im Herzen des Marsfeldes, des großen Platzes der Französischen Revolution angesiedelt, sondern an einer relativ versteckten Ecke, zu der letztlich nur diejenigen gingen, die nach dem Bestaunen all der technischen Sehenswürdigkeiten noch einen Funken Energie im Körper hatten. Diese Bastille war weit entfernt vom Eiffelturm. Wie viele Besucher der Weltausstellung besichtigte auch der damals populäre Schriftsteller Victorien Sardou die Papp-Bastille, die den Eintretenden seinen glühenden Worten zufolge ein erbärmliches Spektakel bildete. Denn wie wurde der 14. Juli 1789 dargestellt? Gleich nach dem Eingang stieß man im Halbdunkel auf einen Greis mit einem engagierten Schauspieler, auf einen Greis mit einem langen grauen Bart, der auf Stroh lagerte, beständig mit den Ketten seiner auf dem Rücken gefesselten Hände rasseln und dazu Klagelaute ausstoßen musste. Der Führer, der alle Touristen zu diesem Bastille-Papp-Nachbau begleitete, teilte den Besuchern mit, dass der alte Mann den berühmten ehemaligen Gefangenen Latude verkörperte, der in genau dieser Pose 25 bittere Jahre in der Zwingburg des Despotismus habe ausharren müssen. Als sich Sardou daraufhin die spöttische Bemerkung nicht verkneifen konnte, Latude habe es in dieser Haltung doch immerhin mehrere Male verstanden, eine 180 Fuß lange Leine anzufertigen, mit der er erfolgreich die Flucht aus der Bastille getragen habe. Als Sardou diesen spöttischen Kommentar von sich gab, erntete er von Seiten des Führers und des Restpublikums feindselige Blicke. Mit dieser Entmystifizierung der Bastille konnte man sich Pappmaché hin oder her dann doch nicht abfinden. Die forcierte Dunkelheit der Papp-Bastille kann im Nachhinein geradezu als ein anachronistischer Gegenentwurf zur Grundidee der Weltausstellung gewertet werden, deren Leitmotiv nämlich lautete Helligkeit. Diese Helligkeit verdankte sich den elektrischen Glühlampen, die damals das Symbol für Modernität schlechthin markierten und den Beginn einer neuen, strahlenden Zeit symbolisieren sollten. Als einer der Aussteller hatte beispielsweise der deutsche Ingenieur und Automobilbauer Gottlieb Daimler seinen Stand mit 30 Glühlampen illuminiert, die ihren Strom aus dem sogenannten Illuminationswagen bezogen. Ungleich attraktiver als der Bastille-Nachbau und auch als Daimlers Illuminierung waren allerdings die exotischen Welten, die auf der Weltausstellung ausgestellt wurden und die die Erinnerung an die Französische Revolution ins Hintertreffen geraten ließen. Dazu gehörte ein Zitat Negerdorf mit 400 Bewohnern, die sogenannte Rue du Caire, Straße aus Kairo, die einen authentischen mittelalterlichen Straßenzug in Kairo nachzuahmen versuchte, zwei mit Wasserstoff gefüllte Fesselballons und vor allem die Wild-West-Show des Buffalo Bill, die rasch zum Publikumsrenner avancierte und viel mehr Besucher zog als die Papp-Bastille. Insgesamt verzeichnete die Weltausstellung von 1889 33 Millionen Besucher, ein veritabler Erfolg, den die Technische Leistungsschau verbucht hatte, während die Gedenkfeiern zur Französischen Revolution im gleichen Kontext demgegenüber immer stärker in die zweite Reihe getreten waren. Hier haben Sie nochmal Bilder aus der Weltausstellung. Auf der linken Seite die Inszenierung fremder Welten. Es verwundert nicht, dass die fremden Welten gerne auch in Form barbusiger, exotischer Frauen dann inszeniert wurden und das Publikum lockten. Rechts oben einen Blick in die Maschinenhalle und darunter dann den famosen Nachbau der Bastille in Pappform, die hier auf dem Weltausstellungsgelände errichtet wurde. 100 Jahre später, in den 1990er Jahren, musste sich Frankreich erneut der Frage stellen, welchen Platz die Grande Revolution, die Umbrüche der Französischen Revolution, in der nationalen Erinnerungskultur einnehmen sollten. Bereits im Jahre 1974 hatte man ein Komitee für die Festakte ins Leben gerufen, ein Komitee, das im Auftrag des Kultusministers zukünftig
zuständig sein sollte für die Erinnerung an die, Zitat, wichtigsten Ereignisse der nationalen Geschichte. Die Delegation nahm allerdings erst in den frühen 1980er Jahren Fahrt auf, nachdem der Sozialist François Mitterrand bei den Präsidentschaftswahlen vom Mai 1981 seinen konservativen Widersacher, den amtierenden Staatschef Giscard d'Estaing, besiegt hatte. Schon in den ersten Wochen und Monaten seiner Amtszeit erlebten die Franzosen mit Mitterrand einen Präsidenten, der nicht zögerte, die Französische Revolution mit all ihren heroischen Traditionen zum legitimatorischen Kernstück seiner eigenen Symbolpolitik werden zu lassen, sei es, dass er sich selber oft und gerne als Jakobiner titulieren ließ, sei es, dass er der Stadt Paris ein ambitioniertes architektonisches Mammutprogramm verpasste, das sie heute noch etwa mit dem großen Turm in La Défense oder dem Neubau der Opéra de la Bastille verknüpfen können. Mitterrands unbedingter politischer Wille zur Aneignung der revolutionären Vergangenheit kam im Rahmen einer Reihe von äußerst medienwirksam inszenierten Auftritten zum Ausdruck, die an geschichtsträchtigen Schauplätzen stattfanden. An Schauplätzen, die in der prekären Unsicherheitssituation des politischen Aufbruchs und Umbruchs von 1981 als Zeichen des Neuanfangs, aber auch als Zeichen der Verbundenheit mit der Ersten und Dritten Republik eine symbolische Vorzeigefunktion besaßen. Giscard d'Estaing hatte seinerseits noch in den letzten Ausläufern seiner Präsidentschaft einen am Ende spektakulär missratenen Versuch der Behauptung von Deutungshoheit unternommen. Er hatte sich nämlich bei seiner letzten Fernsehansprache mit betonter Langsamkeit von seinem Stuhl erhoben, um die Kameras unter den Klängen der Marseillaise gezielt minutenlang auf den leeren Platz zoomen zu lassen. Diese Aktion war bewusst geplant und war gedacht als Demonstration eines Ritus des Verschwindens, der den Zuschauern die bedrohliche Perspektive eines Machtvakuums und die bedrohliche Perspektive eines drohenden sozialistischen Staates unter François Mitterrand in einem einprägsamen Bild vor Augen führen sollte. Giscard d'Estaings politischer Feind Mitterrand, ein politischer Fuchs, hat darauf mit der Gegenstrategie der Erfindung eines Ritus des Erscheinens reagiert. Statt wie Giscard d'Estaing ins Fernsehstudio zu gehen, zwang Mitterrand, wie er selbst es dem Libération-Journalisten Serge Danet gegenüber darstellte, er zwang die Fernsehkameras, ihm in ein Niemandsland zu folgen, in dem bis dahin niemals Kameras gewesen waren, nämlich mitten hinein in das Reich der Toten, ins Pariser Pantheon, den legendären Ruhmes- und Totentempel der Französischen Revolution, den man in der Revolution, und das können Sie heute noch an dem Gebäude nachlesen, den das dankbare Vaterland in den Zeiten der Französischen Revolution den großen Männern Frankreichs errichtet hatte. Seit einiger Zeit befinden sich auch einige große Frauen im Pantheon und aktuell gibt es immer wieder Petitionen, zum Beispiel Simone de Beauvoir im Pantheon zur letzten Ruhe zu betten. Ob das in ihrem Sinne gewesen wäre, wage ich ja zu bezweifeln, aber die Frage der Pantheonisierung bleibt spannend. Am 21., ich hoffe, Sie können, das sind jetzt Bilder nochmal, die inzwischen schon etwas angejahrt sind. Am 21. Mai 1981 begab sich François Mitterrand im Gefolge seiner Anhänger zum Pantheon, um dann alleine, allerdings unablässig von Fernsehkameras begleitet, die jede seiner Gesten festhielten, ins Pantheon also, um eine Rose an den Gräbern der Widerstandskämpfer Jean Jaurès, Jean Moulin und Victor Schœlcher niederzulegen. Man konnte diesen Schachzug François Mitterrands, der wirklich in jeder Faser seines Wesens ein Political Animal war, für diese Aktion nur bewundern, denn mit dem Pilgergang zum Pantheon hatte er es auf die raffinierteste Art und Weise geschafft, eindrucksvolle Bilder über die Fernsehschirme laufen zu lassen, eindrucksvolle Bilder, die die republikanische große Tradition Frankreichs, die 1789 begonnen hatte, mit der Dritten Republik der 1880er Jahre und seinem eigenen Machtantritt zu verklammern. Wie medienwirksamer, wie einprägsamer war dies als der leere Stuhl, den Giscard d'Estaing in guter Absicht, aber symboltechnisch vielleicht nicht ganz auf der Höhe der aktuellen Medien Frankreich hinterlassen hatte. Damit schuf, und hier sehen Sie das Bild,
Der kleine François Mitterrand, der sich der getragenen Schrittes die Stufen zum Pantheon heraufschreitet, alleine, die Rosen in der Hand, aber natürlich begleitet vom unablässigen Klicken der Kameras. Damit hatte François zum ersten Mal ein einprägsames Symbolbild geschaffen, wie er noch viele erschaffen sollte, bis hin zur berühmten Begegnung Kohl-Mitterrand in Verdun 1984, die allen entgegenlautenden Bemerkungen zum Trotz ganz sicherlich kein spontaner Akt gewesen ist. Noch im gleichen Jahr seiner Machtübernahme begannen Mitterrand und seine Berater intensiv über den anstehenden 200. Geburtstag der Französischen Revolution nachzudenken. Die erste offizielle Idee war die, die 100-Jahr-Feier von 1889 nachzuahmen und erneut eine Weltausstellung in Paris zu veranstalten. Auch das hätte den Charme gehabt, ein weiteres Mal zwei Gründungsmythen der Regierung Mitterrand, die erste Revolution, seinen Machtantritt und die Dritte Republik miteinander zu verweben. Das Projekt musste allerdings auf heftigen Widerstand der Opposition und vor allem des damaligen Bürgermeisters Jacques Chirac im Sommer 1983 endgültig aufgegeben werden. Was tun? Wie konnte das Jubiläum der Französischen Revolution am besten, sprich mit positiven Folgen und einem doch erheblichen Popularitätsschub für die Regierung Mitterrand gefeiert werden? Je näher das Gedenkjahr 1989 rückte, je dramatischer traten die Probleme der Realisierung einer aus der Perspektive der Regierung nützlichen und akzeptablen Gedenkveranstaltung zutage. Ich will Ihnen die Geschichte der Querelen und der tragischen Zwischenfälle ersparen, die in den Jahren vor 1989 die Vorbereitungen zum Bicentenaire, zur 200-Jahr-Feier der Französischen Revolution überschatteten und in denen man immer wieder heftigste ideologische Kämpfe beobachten konnte. Von Anfang an stand das Unternehmen unter einem äußerst schlechten Stern. Der schon bei der ersten Diskussion um die Weltausstellung 1989 in Paris manifest gewordene Wunsch der Sozialisten und Kommunisten, es gab damals ja vorübergehend eine gemeinsame Regierung der Sozialisten und Kommunisten in Frankreich, deren Wunsch, die Feierlichkeiten für sich zu vereinnahmen und sich als Erben zu gerieren, stieß im rechten Lager auf massive Widerstände. Eine entschiedene Abwehrhaltung legten aber auch die Angehörigen ehemaliger Terroropfer an den Tag, die dieses leidvolle Kapitel ihrer Familiengeschichte um keinen Preis vergessen wollte. Als der damalige Regierungschef Edgar Faure im Senat mit einem politischen Freund über die Gedenkfeierlichkeiten sprach, bekam er von diesem zu hören, er sehe keinen Anlass, die Französische Revolution zu feiern, da diese immerhin die Vorfahren seiner Ehefrau auf das Schafott gebracht hätten. Aufgrund dieser Erfahrung, nicht zuletzt, wurde schließlich als offizielle Festparole die Devise ausgegeben, rund um das Thema der Menschenrechte ein, Zitat, Fest der nationalen Aussöhnung zu arrangieren. Die Französische Revolution zu feiern, die Umbrüche der Französischen Revolution zu feiern als Fest der nationalen Aussöhnung, hatte in den Augen der damaligen Offiziellen den großen Charme, die Spaltung Frankreichs, die unterschiedlichen Lager in Frankreich miteinander zu arrangieren und zu harmonisieren. Die Französische Revolution zu feiern als Fest der nationalen Aussöhnung, brachte die Hoffnung nahe, all die schwarzen und tabuisierten Erinnerungen an die Vendée, an den Bürgerkrieg und die Terreur, die einen tiefen Riss in der Geschichte des Landes verursacht hatten, in der alles überwölbenden Vision einer nationalen Aussöhnung verdrängen zu können. Es gab etliche Irrungen und Wirrungen und Überlegungen, die schnell verworfen wurden, wie etwa die, den populären Popmusiker Jean-Michel Jarre für die Organisation eines elektronischen Multimedia-Spektakels zu engagieren. Am Ende fielen erst in letzter Minute für ein solches Jubiläum, nämlich erst nach den Wahlen von 1988, ein Jahr vor dem Revolutionsjubiläum, zwei wichtige und auch für viele unerwartete Entscheidungen. Denn erstens beschloss man unter dem Druck des damaligen Kultusministers Jacques Lang, den 14. Juli, den Tag des Bastille-Sturms, in den Mittelpunkt der Feierlichkeiten zu rücken. Und zweitens ernannte man zum Zeremonienmeister der Pariser Gedenkveranstaltung von 1989 Jean-Paul Gut, einen Mann mit einem klingenden Namen.
Jean-Paul Gut wurde, mit ihm wurde ein Vertrag geschlossen, der die Inszenierung der Gedenkfeierlichkeiten der Französischen Revolution in einer bestimmten Art und Weise vorprägte. Ihm wurde nämlich auferlegt, ein Straßentheater, Zitat, zu den Themen 14. Juli 1789 zu organisieren. Wer war der neue Hoffnungsträger? Jean-Paul Gut, in dessen Hände die Organisation der Gedenkfeierlichkeiten der Französischen Revolution gelegt wurden. Jahrgang 1940 war Jean-Paul Gut Kosmopolit, Schöngeist und Bewunderer afrikanischer Körper, Zitat, der sich zu diesem Zeitpunkt längst einen Namen gemacht hatte, allerdings nicht in der Welt der Wissenschaft, der Politik oder der Museumsfachleute, sondern in der Welt der Popkultur und Werbung. Als Künstler, Designer, Stylist, Modefotograf und Werbegrafiker hatte Gut zuvor durch seine opulenten Werbedrehs für Furore gesorgt. Von ihm stammte beispielsweise auch die legendäre Stilisierung seiner langjährigen Muse, der Sängerin Grace Jones, zu einem fremdartig schönen Kunstobjekt in diversen Videoclips. Für die konservativen Franzosen, die mit der Erinnerung an die Französische Revolution eben jenes mythische Gründungsereignis der Nationalgeschichte verbanden, war der Anblick des, Zitat, Kindermannes, des kleinen, schmalen Jean-Paul Gut, der im Fernsehen stets mit verwaschenen Hosen und Baseballmütze auftrat, ein Schock, was auch des Öfteren immer wieder formuliert wurde. Mit Guts Ernennung zum Cheforganisator der Feierlichkeiten zum Revolutionsjubiläum waren die Würfel gefallen. Nicht getragene Ansprachen oder Umzüge im traditionellen Stil sollten die öffentliche Wahrnehmung des 200-Jahr-Feier in der Hauptstadt prägen, sondern, böse formuliert, bunte, multikulti geeignete Bilder, die eine starke Medienpräsenz entfalten konnten, zugespitzt auf den 14. Juli, der ohnehin Nationalfeiertag, nun auch definitiv als Tag der zentralen Festveranstaltung festgelegt war. Gegenüber möglichen Datumskonkurrenzen hatte sich der 14. Juli durchgesetzt am Ende, der den Organisatoren eben noch am ehesten die Idee von Völkerverständigung zu verkörpern schien und der sich auch in Form bunter, multikulti geeigneter Bilder inszenieren ließ. Es gab aber auch darum eine heftige Kontroverse, denn die politische Rechte in Frankreich, der Front National, hatte wenige Jahre zuvor eine öffentliche Diskussion um den Stellenwert des 14. Juli 1789 losgetreten. Hier sehen Sie nochmal ein Bild aus dem berühmten Werbeclip mit Grace Jones. Und hier haben Sie, das sind jetzt nicht sehr gute Bilder, die sind aus YouTube und viele Jahre jetzt nach 1989 aus dem Netz gezogen. Aber hier sehen Sie schon einen Blick auf die Inszenierung Jean-Paul Guts, auf die ich jetzt noch ganz, ganz schnell in meinen letzten verbleibenden 3 Minuten zu sprechen kommen werde, damit Sie vorgewarnt sind. Als Gut mit der Umsetzung seines Konzepts begann, war die Zeit schon allzu weit fortgeschritten. Er hatte nämlich mit seinem Team, das sich erst im Januar 1989 zusammenfand, und Sie müssen sich immer vor Augen halten, ein Land wie Frankreich, das 6 Monate später das große Gründungsereignis seiner Nationalgeschichte feiert, beginnt im Grunde erst im Januar 1989 mit den Feierlichkeiten an dem zentralen Ort der Revolution in Paris. Innerhalb kurzer Zeit steckte Gut den Rahmen ab, den er sich für die Gedenkfeierlichkeiten vorstellte und der dann schließlich mit den Begriffen Revolution, Föderation und Marseillaise umrissen wurde. Gut bezeichnete sich selber als einen unpolitischen Menschen und er konnte, man muss es so formulieren, auf keinerlei differenzierte eigene Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution voraussetzen. Was ihm an historischem Wissen fehlte, machte er aber durch die suggestive Kraft seiner Inszenierung wett. Touristen und Fernsehzuschauer erlebten den 14. Juli 1989 in Paris als ein atemberaubendes Spektakel, das mehr als 1 Million Zuschauer aus aller Welt live in Paris mitverfolgten, während 800 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen gesessen haben. Und Sie sehen hier rechts unten nochmal die sogenannten Walzer tanzenden Riesinnen, die einen Teil seiner Erinnerung an die Französische Revolution bildeten.
Der 14. Juli 1989 begann mit einem Defilé von 300 Panzern auf den Champs-Élysées, denen 5000 Soldaten unter dem Lärm von Kampffliegern und Helikoptern folgten. Den absoluten Höhepunkt der megalomanischen Inszenierung bildete jedoch eine gigantische dreistündige Parade auf den Champs-Élysées, die unter dem nüchternen Titel La Marseillaise stattfand. Dafür hatte gut 6000 Künstler aufgeboten und 12 lebende Bilder in Szene gesetzt. Eines dieser lebenden Bilder zeigte chinesische Studenten mit dem Fahrrad in der Hand, als Anspielung auf den Aufstand, der blutig niedergeschlagen worden war, in Peking auf dem Tiananmen-Platz. All das war nicht nur eine visuelle Strategie, um den Zuschauer zu verführen, sondern war begleitet von ausgeklügelten Musikinszenierungen. So klingelten die chinesischen Studenten unablässig mit ihren Klingeln am Fahrrad und so weiter und so fort. Das Ganze war ein bunter Werbeclip, der von der Idee Guts und seiner Strategie lebte, den Zuschauer visuell und auditiv zu überwältigen. Selbst die politischen Einsprengsel in dem Ganzen, die chinesischen Studenten, blieben völlig ohne jeden Kontext. Der beste Ausdruck von Guts Werbeclip-Konzept, den besten Ausdruck bildeten die bereits erwähnten Walzer-tanzenden Riesinnen, die Sie rechts unten sehen, eben Walzer-tanzende Riesinnen, Kunstfiguren auf Stelzen, die mit schwarzen Roben ausstaffiert waren und die zur Demonstration der globalen Vision der französischen Revolution als Fest der Völkerverständigung Kinder aus aller Welt, also Puppen, die Kinder aus aller Welt symbolisierten, auf ihren Armen trugen. Gut hatte dabei versucht, über den nationalen französischen Tellerrand hinauszublicken. So zeigte er bei seinen lebenden Bildern ein Regiment von 150 Schotten und Iren, die Chinesen, eine Gruppe von Sowjetbürgern im Schneeregen, und natürlich durften auch die Deutschen in diesem Kontext nicht fehlen, die man ganz ohne jedes Klischee mit landestypischen Attributen versehen hatte, nämlich mit Gamsbart, Weißbier und Lederhosen. Auf die musikalische Untermalung hatte ich schon hingewiesen. Das Highlight des Abschlusses bildete eine Gesangseinlage der amerikanischen Sängerin Jessie Norman auf der Place de la Concorde, die dann unter dem Beifall eben der Anwesenden die Marseillaise intonierte. Das junge Publikum war begeistert, Vertreter unterschiedlicher politischer Richtungen fühlten sich düpiert, während die einen den Ausverkauf der Nationalgeschichte in einem MTV-artigen Setting beklagten, erregten sich Vertreter des Front National über die Tatsache, dass eine Farbige die Marseillaise gesungen habe. Zitat: Wenn die Marseillaise in dieser Weise gesungen werde, spiegele dies in bedauerlicher Weise eine von den Sozialisten gewollte kosmopolitische Gesellschaft wider, die in keiner Weise dem Geisteszustand der Franzosen entspreche. Mein kurzes Fazit: Beide Jubiläen, 1889 wie 1989, waren von einer Auseinandersetzung um die Deutung der Umbrüche der Französischen Revolution, um das Thema dieser Ringvorlesung noch einmal zu intonieren, geprägt. Von einer Auseinandersetzung, die bis heute die französische Gesellschaft entzweit und reine Jubelfeiern nach wie vor unmöglich macht. 1889 hat man versucht, die schmerzliche Erinnerung an die Französische Revolution, die bei vielen Teilen der Bevölkerung noch präsent ist, durch die Darstellung einer Leistungsschau, einer Darstellung einer emphatischen Schilderung des modernen industriellen Frankreich im Rahmen der Weltausstellung zu übertünchen. 1989 hatte François Mitterrand ein anderes Modell gewählt, nämlich mit dem Versuch eines multimedialen Spektakels, das eigens unter der Regie eines Werbefilmers, eines Künstlers, eines Stylisten geführt worden war. Also auch hier durch die Welt der bunten Bilder und durch die Idee der Völkerverständigung, die in diesen bunten Bildern zum Ausdruck gebracht wurde, die Narben und Wunden und Blessuren der französischen Revolution zu überdecken. Beide Formen des Umgangs mit dem Revolutionsjubiläum hatten einerseits durchaus Erfolge, aber andererseits hoffe ich, Ihnen gezeigt haben zu können, wo die Grenzen dieser jeweiligen Inszenierung gelegen haben. Diese Konzepte haben also nur zum Teil funktioniert. Wir dürfen auf das nächste Jubiläum gespannt sein. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.